schmeckt mir. Hallo und herzlich willkommen zurück in der Gaming-Küche mit mir, dem Screeper und The Medium. Part Nummer 2. Im ersten Part haben wir im Endeffekt nur kennengelernt, dass wir Medium sind, dass unser Ziehvater scheinbar verstorben ist. Wir haben ihm seinen letzten Wunsch erfüllt, indem wir ihm seine Krawatte mit Klammer vorbeigebracht haben. Der gute Herr liegt hier in unserer eigenen Bestattungsinstitut, Halle, wie auch immer man das nennt, Tiefkühltruhe, Kühlhalle, Vorbereitungsraum, wie ihr möchtet. Und auf einmal ist das Licht ausgegangen und jetzt haben wir hier diesen Zustand. Und irgendwie habe ich das Gefühl, als wenn unser Schatten, sehe ich jetzt gerade, aussieht, als wären wir ein kleines Mädchen, oder? Oder ein kleines Monster, so gefühlt. Creepy! Okay. Ah. Ah. Don't like that. Sie bleibt ganz entspannt. Oh. Ah, da hat jemand was kaputt gemacht. Oh, was passiert hier? Oha, hier hat einer gewütet. Mann. Scheiß Katze. Aber ja. As it did so many times before. Just when I thought my day couldn't get any worse. Ach, Scheiße. Where is that darn notebook? I'm gonna be late. I need to find that. Marianne? Hey, das scheint also die Parallelwelt zu sein, in die wir eintreten können, wie wir wollen. Das liegt vielleicht daran, weil du ein Loch im Kopf hast. Good, Marianne. I love you, my child. I've loved you since the moment you walked into my life. Remember that. Always. Alles klar. Most people would give anything to have that opportunity. To say all the things that were left unsaid. But
but it didn't make things any easier. I could help a thousand souls cross over, but when it came to Jack, it still hurt like hell. I love you too, Daddy. Okay, wir bringen also auch die Geister in die nächste Ebene und helfen ihnen dabei, dass sie darüber kommen. Divided, torn between two realities. But no, I was the only one. Or so I thought. We're closed. There's another funeral home across town. I can give you the number. Marianne. Who is this? You don't know me, Marianne. But I know you. Look, if this is a joke... You need to listen to me, Marianne. Okay, I'm hanging up. I know what you are. What? Who is this? My name is Thomas. I need your help. Listen, if that's all you've got, I'm... No, there's more. I can give you the answers you've been looking for your whole life. But I need you to trust me. Trust you? I don't even know you. It all starts with a dead girl. What did you say? The Nemo Resort. Find me there. Please. The light, it's almost gone. It's not dark yet, but it's getting there. You're the only one who can stop it. You're my only chance. Hello? Hello? Shit. Der Thomas. Wir kennen ihn noch nicht. Aber was zieht ihn in die Dunkelheit? The Bluebird Team Production. Creative Director ist der Matheus. Okay, die Namen werde ich nicht vorlesen. Die Barbara. The Media. Und wieder ein Erfolg. Der letzte Abschied. I went on nothing but a hunch, a call from a complete stranger. But I'd learned to trust my instincts, and there was something about this guy, his voice, felt like I should know him. Either way, he sure seemed to know me.
Ja, sieht schon wieder sehr einladend aus hier, muss ich sagen. Workers Resort. Right off the bat, I could feel there was something off about that place. Okay. Ja, dann schauen wir mal, was der Thomas für ein Problem hat. Wir wurden ja gerade angerufen. Und was haben wir hier in der Mülltonne? Ah, okay. Alles klar, kann man nochmal wieder runter. Dann lass uns nochmal runtergehen. Und erstmal in das Empfangshäuschen reingehen, das Wachhaus. Nicht, dass wir da was übersehen. Scheinbar ist der Weg da vorne nämlich der Weg weiter. Was haben wir hier drinne? Eine Postkarte des Hausmeisters. Und wieder ein Erfolg. Mensch, Liebesgrüße aus Neva. Okay, da kann man es lesen. Okay. Weiß nicht, das ist scheinbar wieder eine Nebenstory. Wir haben hier oben. What the? Hello? Oha, ja, das steht aber schon ein bisschen älter, würde ich sagen. Ein bisschen älter. Das steht da aber schon ein bisschen länger. Mann, Mann, Mann. Gut, dann gehen wir jetzt außen zu zur Mülltonne und klettern da mal eben rüber. Auf dass wir weiter voranschreiten und versuchen, Thomas zu retten. Falls sich dieser wirklich in Gefahr befinden sollte. Eben rübergeschwungen. Wir sollen weiter in das Resort vordringen. It used to be a government-owned vacation resort. Ach, schön Sprint können wir einigen hier. Stopped. And so an urban legend was born. The Neva Massacre. The details were always fuzzy. Crazed workers, ancient curses. You know, the usual. Okay. Das Neva Massacre. Ja, klingt alles schwer danach, als wenn wir da noch irgendwie drauf stoßen würden. Muss ich mal so sagen. Gut, rechts oder links? Gehen wir erstmal den kleineren Weg. Was haben wir hier? Das sieht aus wie ein Grabstein, würde ich mal sagen. Mal rein? Jo. Schauen wir mal. Was für ein Chaos. People can be such bastards sometimes. No wonder history keeps biting us in the ass. In Gedenken an die Opfer des Zweiten Weltkriegs, 1939 bis 1945, für die Töchter und Söhne des Landes. Hier ruhen die Gefallenen, um uns daran zu erinnern, dass die ganze Erde ihr Grab ist. Okay. Ja, also ein Kriegsgrab. Mitten im Wald. Eher unüblich, würde ich sagen. Haben wir noch mehr? Rechten Seite? Nee. Okay, also war hier nur das Grab. Dann folgen wir mal dem größeren Weg weiter tiefer in den Wald hinein. Oh. Eine Sequenz. Woher kommt der Ball, ist die Frage. LB halt, um Einblick zu aktivieren. Ah, dann sehen wir Fußspuren. Wollen wir noch rennen? Jo. Wir verfolgen die Fußspuren weiter. Kinderfußspuren. Und sie gehen weiter durchs Gestrüpp. Und was haben wir hier? Ein Handabdruck. Was ist das? Ein Handabdruck, habe ich doch gerade gesagt. Was haben wir da? TK 1968. Okay.
Verliebtes kleines Pärchen. Folgen wir den Fußspuren weiter. Wer fällt ein hier durch den Wald? Da, oh! Da nochmal Handabdruck. Steht da noch was? Nee. Wo führen uns die Fußspuren hin? Oh, eine alte Ruine. Ja. Vielleicht gibt es das, aber will ich da wirklich rein? Die Fußspuren gehen auf jeden Fall in die Richtung. Ah, Kamera wechseln. Das schon bereits angesprochene Problem, welches ich sehe. Okay, da gehen wir gleich lang. Wir folgen erstmal den Fußspuren. Und sie gehen direkt in das Gebäude rein. In den Fort. Warnung! Aufgrund der kürzlich ausgegrabenen Gebeine wurden die Renovierungsarbeiten bis zur archäologischen Untersuchung ausgesetzt. Okay. Archäologische Gebeine. Something happened here. Ja. Ah, das sieht doch schon wieder schwer danach aus, als wenn mir gleich irgendwas in die Fresse fliegt. Ich möchte das nicht. Oh Gott. The split would come and go. If a place had a story to tell, well. Das ist aber auch eine coole Mechanik. Holy moly. Na. Weiß ich gar nicht, worauf ich achten soll. Rechts oder links? Also irgendwas muss ich noch bei OBS einstellen. Ich habe hier Mikroruckler bis des Todes. Und wie gesagt, also ich habe eine 2080 Super. Bin der Meinung, das sollte normalerweise ausreichen für ein ja, schon schönes Spiel, aber es ist ja old and soaked in misery. Figures, I guess. A thousand years of history doesn't just happen. It's paid for. A oder X. But even in the deepest darkness, light can linger. Ah, okay. Lonely, also wenn ich A casual, drücke, dann geht die trotzdem auf beiden Seiten rüber. Okay. Haben wir hier. As I absorbed the energy, I wondered who it was that left it behind. Dying soldier whispering the name of his beloved, or maybe just glad to be done with this. Also hier kann man nichts machen, nur einmal A drücken und das war's. Oder kann ich das? Einmal versuchen wir noch. Nee, bricht er dann einfach ab. Aber wir gehen erstmal weiter. Weil ich davon ausgehe, dass wir da einfach ein paar Mal häufiger noch hätten drücken müssen. Aber sehen wir gleich. Schauen erstmal, wohin der Weg uns noch führt. Gab es, glaube ich, noch einen Weg rechts, oder nicht? In any case, I figured I could use it. Energy's energy. Da. Right? RT, um eine Geisterle zu laden. Lass los, um sie einzusammeln. Oh, eieiei. So, that worked. Good for you, Marianne. These. Okay. Natürlich auf die Geisterwelt. Ah. So. Okay. Ja, das wird ja noch supidupi. Wir gehen erstmal in diese Richtung und schauen, was uns hier noch erwartet. Seht ihr das? So, da muss ich echt nochmal gucken, was das ist. Das jemand Neues. Können wir das drehen? Unheimliche Zeichnung.
Okay. Sieht aus, als wenn wir das da sein sollten auf dem Bild. Kann das sein? Wir haben auch weiße Haare und so einen weißen Arm haben wir auch. Na, wir schauen gleich mal. Schauen wir erstmal weiter. Gut, hier haben wir ja gerade das Rätsel schon gelöst, indem wir RT gedrückt haben. Ja. Eieieiei, seht ihr das? Das ist ein Problem. Okay. Jetzt bricht hier gerade alles zusammen. Ich mache mal einen kurzen Cut. So, da sind wir wieder. Ich musste die Grafikeinstellung leider ein bisschen anpassen. Ich muss das erst herausfinden, was man bei OBS umstellen kann. Vielleicht könnt ihr mir Tipps dazu geben in den Kommentaren, aber wie genau man bei OBS das einstellen kann, dass meine GPU einfach nicht komplett durchgenommen wird. Aber gerne mehr dazu. Wir gehen weiter. Wir schauen, was haben wir hier? Achtung, Brandgefahr. Feuer klingt soweit erstmal gar nicht gut. Wie wir wissen, in unserer Vergangenheit hatten wir auch schon mit 3 Jahren schwerste Verbrennung. Traumata. Schauen wir mal. Hoffen wir mal nicht, dass da jetzt wieder sowas kommt. Wir sehen. Wir folgen nämlich Fußspuren weiter. Ah, die Fußspuren gehen nach links. Gehen wir erstmal hier rechts hin. Oh. What happened to you? Ja. Sieht aus, als wäre es erschossen worden, oder? Oder gebissen worden? Könnte auch ein Biss sein. Denn das scheine ich gleich noch herausfinden. Frage ist, warum liegt es da noch so auf dem Stein? So präsentiert, ritualmordmäßig. Ah, hier geht's weiter. Okay. Keine Fußspuren. Ah, da sind wieder Fußspuren. Alles klar. Einmal hier unter durch. Jetzt scheint es uns ganz in die andere Ebene gezogen zu haben, oder nicht? Neva? Aura in that place. I've seen others like it, but never this intense. Okay. It was like a landfill of memories, emotions, and none of them good. Ist Neva eine Art Heilanstalt? Wäre nichts Unübliches, dass in Heilanstalten keine schönen Gedanken, Erinnerungen zurückbleiben. Okay. Hier gibt es soweit nichts. Bin hier gespannt. Sieht ja schon mal ziemlich interessant aus, das Gebäude. Ziemlich groß. Viele Etagen. Okay. Das war nicht ich. Das war der Lautsprecher. Hier noch welche Fußspuren. Ah, hier sind die Fußspuren weiterhin. Komm, wir folgen erstmal den Fußspuren, würde ich sagen. Eieieiei. Ah. Und wieder ein Erfolg. Willkommen in Neva. Was? Das Echo finden? Wieder ein Erfolg. Definitely something. Trust me, you made the right call sending me. Yes. It's only a matter of time. I'm here.
No, it's definitely something. Ach so, kann man sich einfach nochmal anhören. Even the objects here had auras. When I touched them, I could sense their stories. Words, images, feelings left behind. Okay. So, ich würde sagen, wir gehen noch in das Gebäude, welches abgeschlossen ist. Schade aber auch. Hello? Müssen wohl leider wieder nach Hause gehen. Anybody in there? Oh Mann, und nicht wiederkommen. Locked. Obviously. There's gotta be another way. Ja, oder wir gehen einfach wieder weg. Okay, bevor wir den Weg in das Gebäude suchen, in Neeva hinein, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Part. Wir müssen erstmal Feierabend machen. Part ist leider schon wieder vorbei. Lasst mir doch für diesen Part eine Bewertung da. Entschuldigt bitte, dass ich da nochmal cutten musste. Müssen wir mal sehen, wie wir das hinbekommen mit der Hardware. Wie gesagt, wenn ihr Tipps habt, wie man das ganze Problem umgehen kann mit OBS, dass das so viel Leistung frisst, gebt mir gerne Bescheid in den Kommentaren. Und ja, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Support ist kein Mord. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis denn. Tschüss.